Heute in Nano. Legalize it. Cannabis ist in Teilen der USA legal zu konsumieren. Zum Vergnügen und zur Therapie. Ganz anders in Deutschland. Cannabis bleibt verboten. Zu Recht? Sollte man Cannabis bei uns legalisieren? Dieser Frage gehen wir heute nach. Und damit recht herzlich willkommen bei unserem Nano-Spezial. Wenn Sie mit 6 Gramm Cannabis bei uns erwischt werden, dann können Sie bis zu 5 Jahre ins Gefängnis wandern. Das bedeutet, Millionen Deutsche stehen mit einem Fuß im Knast. Ist das noch zeitgemäß? Schauen wir mal in die USA. Seit Anfang des Jahres gibt es dort Cannabis an jeder Ecke zu kaufen, und zwar legal. Denver, Hauptstadt des US-Bundesstaates Colorado. Seit Jahresbeginn kann man hier eine ganz besondere Stadtrundfahrt buchen. Hi, ich bin Peter Johnson und auf unserer heutigen Tour schauen wir hinter die Kulissen der Cannabiswirtschaft. Cannabis als Touristenattraktion. Wo es herkommt, welche Sorten es gibt und was man daraus alles machen kann. Seit Jahresbeginn ist das erlaubt. Cannabis pur, Cannabis in Kosmetikartikeln, im Energydrink, in Schokolade und. Ein Millionen-Dollar-Geschäft, an dem nicht mehr die Drogenkartelle, sondern Unternehmen und der Staat verdienen. Diese Betriebe bringen dem Staat und den Kommunen eine enorme Summe an Steuern und Lizenzgebühren. Und es gibt ausführliche Kontroll- und Lizenzierungsverfahren, um sicherzustellen, dass alles so sicher und verantwortungsvoll wie möglich läuft. Die Legalisierung ermöglicht Kontrolle. Verkauf erst ab 21 Jahren und in geringen Mengen. Die Qualität der Ware ist gesichert und die Polizei konzentriert sich auf wichtigere Aufgaben. Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Ich war wirklich besorgt, hatte schlaflose Nächte. Ich dachte, es gibt ein Cannabis-Chaos. Menschen liegen nachts benebelt auf den Straßen. Aber es stellte sich heraus, es war ein Marihuana-Meilenstein, kein Cannabis-Chaos. Immer mehr Staaten entdecken die Vorteile des kontrollierten Handels mit einer Alltagsdroge, wie Alkohol und Tabak auch. Die jahrzehntelang gültige Verbotspolitik stärkte lediglich die Drogenkartelle. Berlin, Görlitzer Park. Niedriger als hier kann die Schwelle nicht sinken. Auf Schritt und Tritt werden Drogen angeboten, Passanten belästigt, ob Mütter mit Kinderwagen, Touristen oder Jugendliche. Also ich zähle 40, 45 Leute, die hier stehen und ihre Drogen verkaufen. Und abends kann man die gar nicht mehr zählen halten. Und das trotz Polizeistreife und Razzien. Stunden später stehen die Dealer wieder im Park. Weil der Kampf gegen die Droge längst verloren ist, will man in Kreuzberg neue Wege gehen. Coffeeshops ähnlich wie in Holland. Staatlich kontrollierter Verkauf an Erwachsene. Die Erfahrung in Holland? Der Konsum steigt nicht. Das bestätigt auch ein EU-Bericht zur Drogenproblematik. Doch Gesundheitsminister Gröhe will am Verbot festhalten, beruft sich auf eine UN-Konvention von 1961. Danach ist Cannabis nur zu medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken zugelassen. Schmerztherapeuten machen ganz andere Erfahrungen, wenn sie schwerkranken Menschen, denen keine andere Arznei mehr hilft, cannabishaltige Medikamente verschreiben wollen. Also es ist natürlich eine, auf Deutsch gesagt, bescheuerte Situation, wenn sie jemand helfen könnten, aber sie dürfen es nicht. Sie müssen erst mal einen Kampf führen, sie müssen Anträge führen, sie müssen umfangreiche Stellungnahmen machen, die Krankheitsgeschichte darlegen, begründen, warum sie das machen. Und dann wird es irgendwo beurteilt und abgelehnt. Und dann müssen sie wieder kämpfen und wieder kämpfen. Und dann haben die Patienten auch keine Sicherheit, dass das langfristig dann genehmigt wird. Dabei sind cannabinolhaltige Medikamente keine Rauschmittel, sondern unterstützen das körpereigene Schmerzkontrollsystem. Patienten mit chronischen Schmerzen wie Helga Hofer hilft nur das. Doch seit ihr die Ausnahmegenehmigung einmal verweigert wurde, lebt sie in ständiger Angst. Man wird dann jedes Mal bangt, ob man es noch kriegt. Weil man braucht ja fürs Dronabinol eine Sondergenehmigung von der Krankenkasse. Und es ist nicht sicher, ob man es kriegt. Jedes Mal muss man bangen. In Colorado bekäme Helga Hofer alles in der Apotheke. In Deutschland wird sie noch eine ganze Weile darauf warten müssen. Ja, wenn die Legalisierung hierzulande überhaupt kommt. Die Diskussion läuft nämlich ziemlich heiß. In den USA spielt natürlich noch ein ganz anderes Argument eine große Rolle, und zwar das Geld. Cannabis-Produkte werden dort hoch besteuert.
Und der Gouverneur von Colorado hat bei der Volksabstimmung zur Legalisierung geworben, dass damit 133 Millionen Dollar Steuern zusätzlich im Jahr einzunehmen wären. Und dass man davon dann auch viele neue Schulen bauen könnte. Das Argument hat wohl viele überzeugt. Auf der wissenschaftlich-medizinischen Seite scheint aber ebenfalls vieles für den Einsatz von Cannabis zu sprechen. Das Kraut scheint ein wahres Wundermittel zu sein. Die 73-jährige Joy hatte Krebs. Jetzt verkauft die ewig jung gebliebene wieder gebrauchte Designerkleidung. Sie hilft mit dem Erlös lernbehinderten Kindern. Ihr selbst half nichts, als sie unter der Chemotherapie litt. Schließlich empfahl ihr Arzt Marihuana. Selbst die Tumore, die sie nach der Chemotherapie noch hatte, ist Joy nun los. Ich wusste nicht, was Marihuana oder Cannabis war, bevor ich es selbst nahm. Das war nicht Teil meines Lebens, weder in meiner Jugend noch später. Ich weiß aber, dass mich Cannabis vom Krebs geheilt hat. Eine Wunderheilung? Viele Patienten in Kalifornien berichten Erstaunliches über Marihuana. Was ist dran? In San Francisco, wo Joy lebt, wird die medizinische Wirkung von Cannabis intensiv erforscht. Joys Arzt ist Chef der Krebsklinik und Professor an der Uni von Kalifornien. Donald Abrams ist der Pionier in der Cannabisforschung für Krebs, AIDS und Schmerzpatienten. Auch Jennifer Metz leidet an Krebs und nimmt Cannabis wegen der Chemotherapie. Nausea, vomiting, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Schmerzen, Depression, Ängste, Schlaflosigkeit. An all dem leiden meine Patienten. Statt ihnen 5 oder 6 Rezepte für 5 oder 6 Medikamente zu geben, empfehle ich ihnen eines, das gegen alles hilft. Die Pflanze Cannabis. Die Cannabispflanze enthält neben Tetrahydrocannabinol, besser bekannt als THC, das High macht, noch mindestens 75 andere Wirkstoffe. Man nennt sie Cannabinoide. Das Wichtigste ist Cannabidiol, kurz CBD. Es wirkt antientzündlich und hilft gegen Schmerzen. Die Vielzahl der Wirkstoffe sorgt dafür, dass Cannabis bei vielen Krankheiten hilft. Aber die Cannabinoide passen auch wie ein Schlüssel ins Schloss des Organismus. So regeln Cannabinoide vom Hunger bis hin zum Gedächtnis viele Körperfunktionen. Wenn ich Marihuana inhaliere, kann ich nach 15 Minuten essen. Wissen Sie, ob Ihnen THC oder eher CBD besser hilft? Ja, ich musste allerdings einige Sorten probieren, um die richtige zu finden. Jennifer bekommt ihre Medizin in einer Cannabis-Apotheke. Doch hier ist nichts abgepackt und dosiert wie ein Medikament. Man hat die Qual der Wahl. Je mehr THC, desto intensiver das High. Doch Jennifer will nicht den Rausch. Während der Chemotherapie braucht sie viel CBD und nur etwas THC. Wie viel davon in jeder Sorte steckt, wird im Labor geprüft und die Verkäufer beraten über die Wirkung. Doch CBD hat womöglich eine noch größere Zukunft bei der Krebsbehandlung. In San Francisco erforscht es Pierre-Yves Després als Mittel gegen die Ausbreitung von Metastasen. Die gefährlichen Krebszellen lagern im Gefrierschrank. Wenn wir diese aggressiven Krebszellen mit CBD behandeln, verändert sich ihre Struktur. Sie werden sozusagen wieder normal. In unseren Experimenten mit Mäusen haben wir festgestellt, dass das CBD die Entwicklung der Metastasen in einem frühen Stadium verhindert. Und auch in einem späteren Stadium stoppt CBD eine weitere Ausbreitung der Metastasen. Després und Marihuana-Experte Sean McAllister zeigten, CBD schaltet die Gene aus, die für das Wachstum der Metastasen sorgen. So wachsen auch die Tumore nicht mehr, und zwar bei Brust- und Lungenkrebs, aber auch Gehirntumore. Klinische Studien mit Patienten müssen nun folgen. Das aber kann sich hinziehen, da Marihuana umstritten ist, selbst das nicht psychoaktive CBD. Sogar Eltern geben in Kalifornien ihren Kindern Marihuana. Mit der 13-jährigen Camille scheint alles in Ordnung. Doch sie konnte sich nicht altersgerecht entwickeln, weil sie an Epilepsie leidet. Mindestens einmal wöchentlich hat sie einen Anfall.
Nachdem wir begonnen hatten, Camille hochkonzentriertes CBD-Öl zu geben, hat sich ihr Gedächtnis verbessert, ihre Konzentration. Sie las besser und wollte plötzlich lernen. Die Familie baut Cannabis mit viel CBD und kaum THC an und stellt daraus hochkonzentriertes CBD her. Gekauft ist es teuer und die Eltern wollen kontrollieren, was sie Camille geben, um ihre kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. Bei vielen Kindern reduziert das CBD die epileptischen Anfälle, weil es vor neuronaler Überaktivität schützt. Doch jedes Kind reagiert anders und Camille soll möglichst kein psychoaktives THC nehmen. Jeden Extrakt lassen Marian und Mark im Labor prüfen. Dieses Öl enthält leider noch nicht genug CBD, wie wir es bräuchten, um Camilles Anfälle zu reduzieren. Doch Cannabis gegen Krebs oder Epilepsie ist nur die halbe Geschichte. In Kalifornien erhält praktisch jeder über 21 Marihuana. In Venice Beach, dem berühmtesten Strand von Los Angeles, bekommt man das Rezept gleich in der Cannabis-Apotheke. Und im Patientenclub ist niemand krank. Hier inhaliert und raucht man, um high zu werden. Geraucht wird reines Marihuana, ohne Tabak. Die Befürchtung, durch die seit 2002 freizügige Abgabe greifen mehr junge Leute zu Drogen, ist nicht eingetreten, so die Suchtexpertin von der Berkeley-Universität. Meine Studien mit einigen hundert Teilnehmern zeigen, etwa die Hälfte ersetzt mit dem Marihuana Alkohol. Sie nehmen es von sich aus als Ersatz. Wir hätten damit also auch eine Alternative für Leute mit problematischem Alkoholkonsum. Kalifornien wagte das größte Marihuana-Experiment weltweit. Wir können davon lernen. Ja, wenn etwas als Allheilmittel angepriesen wird, dann erfüllt mich das ja immer mit einer gewissen Skepsis. Und vor allem, wenn es eine Wirkung gibt, dann gibt es natürlich auch Nebenwirkungen. Kritiker befürchten ja vor allem, dass Cannabis der Einstieg zu härteren Drogen sein könnte. Und dieses Argument erschwert auch den Start eines Modellprojekts in Berlin. Der Berliner Szenebezirk Kreuzberg plant einen Schritt in Richtung Legalisierung von Drogen. Am Görlitzer Park soll ein Coffeeshop entstehen, der Kleinstmengen Cannabis abgibt, Konsumenten entkriminalisiert und die Drogendealer vertreibt, die im Park das Sagen haben. Was soll das denn hier, Alter? In Berlin trinken Jugendliche vergleichsweise wenig Alkohol. Der Coffeeshop soll über Drogen aufklären und wissenschaftlich begleitet werden. Jonas Schemmel spricht lieber von einem Drogenfachgeschäft. Der Fraktionssprecher der Grünen, die im Bezirk regieren, plant das Modellprojekt mit, das den Park befrieden soll. Persönlich würde vorschlagen, das schrittweise zu ändern. Den Dealern passt der Plan nicht. Die Erfahrungen im Coffeeshop sollen vor allem zeigen, wie gefährlich Marihuana wirklich ist. Wir gucken uns das ja wissenschaftlich an, wir arbeiten mit den Leuten und wir überprüfen und evaluieren, ob wir wirklich besser Prävention und Gesundheitsschutz machen können. Weil wir so auch nochmal deutlich machen können, dass wir nicht verharmlosen wollen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir einen Markt befrieden wollen letztlich, der im Moment völlig frei ist, weil er schwarz ist. Doch für den Coffeeshop braucht Kreuzberg eine Sondergenehmigung vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dass es die geben wird, bezweifelt Strafrechtsprofessor und Psychotherapeut Lorenz Böllinger. Er und über 100 andere Strafrechtsprofessoren fordern deshalb, das Gesetz zu ändern. Denn die Strafandrohungen für Cannabisbesitz sind absurd hoch. Ab 6 Gramm ist man bis zu 5 Jahren strafbar. Das erscheint uns Strafrechtswissenschaftlern als ein Missverhältnis. Auch für fahrlässige Tötung zum Beispiel sind 5 Jahre die Höchststrafe. Millionen Deutsche sind Kriminelle, weil sie Marihuana nehmen. Die Strafrechtsprofessoren fordern, dass der Bundestag das Betäubungsmittelgesetz wissenschaftlich überprüfen lässt. Dazu ist der Gesetzgeber verpflichtet, aber das ist nie geschehen. 1971 wurde zum ersten Mal dieses Gesetz gemacht auf Veranlassung der UNO bzw. der USA, die sehr starken Druck ausgeübt haben. Es wurde gar nicht gefragt, ob die Grundannahmen dieses Gesetzes stimmen.
73% der Deutschen glauben zum Beispiel, Marihuana sei eine Einstiegsdroge, deren Wirkstoffe so abhängig machen, dass man danach zu härteren Drogen greift, wie Heroin. Doch das ist längst widerlegt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist eindeutig zu sagen, es ist keine Einstiegsdroge. Das sind soziale Bedingungen, das sind Gruppenzusammenhänge, es ist Experimentierverhalten, welches Menschen dazu veranlasst, sie zu konsumieren. Das Bundesverfassungsgericht urteilte bereits 1994, Cannabis sei keine Einstiegsdroge und nicht so gefährlich wie Alkohol. Doch es bleibt bei den hohen Strafandrohungen. Die verdanken wir dem Amerikaner Harry Anslinger. Er war Chef der US-Alkoholprohibition und führt nach deren Scheitern Krieg gegen Marihuana. Eben noch Schmerzmittel, wird es in den 30ern zur Killerdroge stilisiert, die aggressiv macht. Erste Opfer der klar rassistischen Kampagne sind Mexikaner und Schwarze. US-Medienzar William Hearst verbreitet die Propaganda mit seiner Regenbogenpresse. Er wie auch Anslingers Familie verdienen daran, wenn Zeitungen aus Holz hergestellt werden, nicht aus seinem stärksten Konkurrenten Hanf. Zur Basis von Gesetzen weltweit wird die Legende von der Killerdroge Cannabis, weil Anslinger gleich nach Gründung der Vereinten Nationen UN-Kommissar wird. In den USA war das eine Art Hysterie und alle Mitgliedstaaten mussten diese Konvention in ihren eigenen Strafgesetzen dann umsetzen. In den 60ern und 70ern experimentieren junge Leute mit allen möglichen Drogen. Bei ihren Gegnern hat die Killerdroge nun ausgedehnt. Als vermeintliche Einstiegsdroge ist Marihuana jetzt die große Gefahr, die hohe Strafen rechtfertigt. Doch Cannabis macht nicht abhängig, wie Heroin oder Alkohol. Das ist keine körperliche Abhängigkeit, sondern eine psychische Abhängigkeit. Und da helfen nur psychotherapeutische und medizinische Interventionsmöglichkeiten. Das alles wird durch Strafrecht regelrecht unterbunden. Für Böllinger fördert das Strafrecht die Drogenkriminalität statt den Gesundheitsschutz. Ob der mit Coffeeshops besser gewährleistet wäre, könnte ein Modellprojekt am Görlitzer Park zeigen. Wer Cannabis konsumiert, fühlt sich meistens sehr entspannt und leicht. Die Eindrücke werden intensiver. Das Kurzzeitgedächtnis funktioniert vielleicht nicht mehr so gut, aber es kann ja ganz lustig machen. Weniger lustig ist, dass man von Cannabis Herzrasen oder sogar einen Kreislaufkollaps kriegen kann und natürlich abhängig werden kann. Woher ich das weiß? Nun, alles gelesen. Auf nano.de haben wir in einer Animation viele Informationen zu Drogen zusammengetragen. So. Und jetzt sortieren wir mal die Argumente, die für und gegen die Legalisierung sprechen. Cannabis ist die meistkonsumierte illegale Droge in Deutschland. Etwa jeder vierte Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren hat schon einmal Erfahrung mit Cannabis gemacht. Soll man Cannabis legalisieren? Deutschland diskutiert diese Frage sehr kontrovers. Also ich bin für die regulierte Freigabe von Cannabis in Form der Legalisierung, weil nur dadurch der angestrebte Jugendschutz erreicht werden kann, nur dadurch überhaupt ein Gesundheitsschutz verwirklicht werden kann und die Freiheitsrechte, die verfassungsrechtlich garantiert sind, nur so gewahrt werden können. Ich bin gegen die Legalisierung von Cannabis, weil Cannabis zu ernsthaften psychischen Störungen führt, weil Cannabis die Kognition beeinträchtigt, Intelligenzdefizite herbeiführt. Professor Thomasius leitet die Suchtstation für Kinder und Jugendliche des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Was er tagtäglich zu sehen bekommt, macht ihn zu einem der schärfsten Drogenkritiker des Landes. Er berät auch den Bundestag. Cannabis ist deutlich gesundheitsgefährdender als Alkohol, weil Cannabis in die unterschiedlichen Neurotransmitter des zentralen Nervensystems komplexer eingreift als Alkohol. Dr. Nicole Krumdiek sagt dagegen, Cannabis sei nicht gefährlich für die Gesundheit, abgesehen von Risikogruppen wie zum Beispiel Jugendliche. Dr. Krumdiek beschäftigt sich seit Jahren wissenschaftlich mit Cannabis und wird auch von Politikern immer wieder um Rat gefragt. Also nach dem aktuellen Kenntnisstand der wissenschaftlichen Studien kann man bei Cannabis von einer relativen Ungefährlichkeit ausgehen, sofern hier der moderate Konsum zugrunde gelegt wird. Anbau, Besitz und Handel von Cannabis sind verboten. Bei Verstoß drohen bis zu 5 Jahren Gefängnis.
Trotzdem gab es 2012 fast 135.000 kriminelle Delikte im Zusammenhang mit Cannabis. Die Strafverfolgung kostet viel Geld. Sollte man dies nicht besser in Aufklärungsarbeit stecken? Nein, sagt Professor Thomasius. Ich bin der Überzeugung, dass Verbote viel mehr erreichen als Aufklärung. In der Tabakprävention haben wir gerade in den vergangenen Jahren gesehen, dass über die Gesetzgebung, Rauchverbot in der Öffentlichkeit, Abbau von Zigarettenautomaten, Werbeverbot und schließlich Steuererhöhung zu einer Halbierung der Raucherquoten im Jugendalter geführt haben. Ganz besonders den Jugendlichen schaden Verbote oder gar Kriminalisierung von Cannabis, meint dagegen Dr. Nicole Krumdiek. Und da ist es so, dass auch da eine Aufklärung für diese Personen derzeit ja gar nicht stattfindet. Also die, die sich das auf dem Schwarzmarkt beziehen können, machen das auch weiterhin. Ein Gesundheitsschutz findet nicht statt, weil ein Dealer wird nicht sagen, Mensch, also du erscheinst mir etwas labil, lass es mal lieber. In den USA ist man offenbar zu der Erkenntnis gekommen, dass Strafverfolgung nichts bringt. Die Bundesstaaten Washington und Colorado haben Cannabis legalisiert und man kann bis zu 28 Gramm in Coffeeshops frei erwerben. Der Drogenkrieg, so wie er existiert, ist gescheitert. Die USA hat es erkannt und nun ist es an Deutschland, das nachzueifern und es ebenfalls zu erkennen und ja, sich das als Vorbild zu nehmen. Die Amerikaner werden in Kürze bemerken, dass sie einen großen Fehler mit der neuen Gesetzgebung gemacht haben, denn aus meiner Sicht werden die Konsumhäufigkeiten eklatant ansteigen. Cannabis legalisieren, ja oder nein? Die Diskussion in Deutschland ist längst im Gange. Anders als in den USA sprechen sich die Deutschen mehrheitlich gegen die Legalisierung aus. Nämlich 65% sind gegen eine Freigabe von Cannabis. Nur 29% der Deutschen sind für eine Legalisierung. Ja, Legalisierung klingt natürlich für viele nach einer Aufforderung zu mehr Drogenkonsum und einem kapitulierenden Staat. Und nur selten wird sie eben als ein Mittel im Kampf gegen Drogen gesehen. Ein Weg, der nicht nur beim Konsumenten ansetzt, sondern eben die mafiöse Wertschöpfungskette zerstört, die dahinter steht. Vielleicht ist die Legalisierung von Cannabis eben nur der erste Schritt, um den riesigen illegalen Drogenmarkt endlich wirksam zu bekämpfen. Joaquin Guzman, der meistgesuchte Drogenbaron der Welt, ist gefasst. Für Mexikos Behörden ist das einer der größten Erfolge im Kampf gegen die Drogenkartelle. Guzman ist Führer des Sinaloa-Kartells, eines der mächtigsten Drogenkartelle Mexikos. Er soll Kokain und Crystal Meth im Wert von mehreren Milliarden Dollar über die Grenze in die USA geschmuggelt haben. So hat er sich über die Jahre sein Imperium aufgebaut. 13 Jahre lang hat er Mexikos und Amerikas Drogenbehörden auf Trab gehalten. Jetzt haben sie ihn. Allerdings, Guzmans Festnahme ist nur ein Schlag gegen das Kartell, nicht der Todesstoß, sagen Experten. In den vergangenen 6 Jahren starben allein in Mexiko 60.000 Menschen im Drogenkrieg. In Deutschland kommen Drogen größtenteils aus Mexiko und Kolumbien. Fast jede Woche beschlagnahmen Polizisten irgendwo in Deutschland Kokain, Cannabis oder Heroin. Zuletzt wurden 140 Kilogramm Kokain im Wert von 12 Millionen Euro in Bananenkisten gefunden. 3 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Cannabis. 1 Million Kokain. Die Dunkelziffer wird deutlich höher geschätzt. Auch Kokain ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Heino Stöver ist Professor an der Fachhochschule Frankfurt. Er plädiert für eine kontrollierte Legalisierung von Drogen. Seit Jahren forscht er dazu und hat einige Modelle mitentwickelt. Was wir unter Legalisierung verstehen, ist eigentlich ein regulierter und gefilterter Zugang zu den unterschiedlichen Gefahrenpotenzialen dieser Substanzen. Die sind da unterschiedlich. Von den einen kann man sehr schnell abhängig werden, von den anderen dauert es länger. Und wir würden die je nach Gefährlichkeit abgestuft auch zugänglich machen. Das heißt, Jugendschutzgesetze, Verbraucherschutz, Gedanken im Kopf haben. Cannabis würde man
vielleicht in Apotheken zugänglich machen. Kokain wäre möglicherweise und Heroin verschreibungspflichtig. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Modelle, wie wir eigentlich mit gefährlichen Substanzen umgehen. Drogen legalisieren? Für einige deutsche Politiker klingt Stövers Modell ja fast wie eine Aufforderung, Drogen zu nehmen. Ich glaube, die große Angst ist, dass wenn wir es legalisieren, dass dann die Zahl der Konsumenten in die Höhe steigen würde. Aber das ist eben nicht belegt und auch nicht belegbar, denn Länder, in denen es einen einfacheren Zugang gibt zu Substanzen, nehmen wir nur unser Nachbarland Holland, wo es ganz viele sogenannte Coffeeshops gibt, wo man leicht ganz unterschiedliche Cannabisprodukte erwerben kann, da ist die Verbreitung von Cannabiskonsum nicht so hoch wie in Deutschland. Das heißt, ein legaler Zugang heißt nicht, dass auch die Verbreitung sehr hoch ist. Ob Cannabis, Kokain oder Heroin, illegale Drogen überschwemmen den Globus. Eine international geführte Studie zeigt, die Qualität der Drogen wird immer besser, die Preise sinken. Politiker aus aller Welt sind sich einig, der Kampf gegen die Drogen ist verloren. Eine Welt ohne Drogen wird es nicht geben. Die kontrollierte Legalisierung wäre ein Plan, mit den Drogen zu leben und so möglicherweise den Drogenkrieg zu bekämpfen. Auf jeden Fall könnten wir diesen Krieg massiv eindämmen. Das heißt nicht, dass es ein Allheil- und Wundermittel gegen organisierte Kriminalität wäre. Organisierte Kriminalität sucht sich kriminelle Delikte wie Menschenhandel oder Waffenhandel immer wieder. Aber wir würden ihnen den Boden entziehen für die illegale Vermarktung bestimmter Substanzen, wenn wir die legal abgeben würden. Und mit den erwähnten Zugangsbeschränkungen von Alter, Menge und Zugangsorten. Weltweit ist Uruguay der einzige Staat, der die Produktion und den Verkauf von Cannabis legalisiert hat. In Portugal ist der Konsum aller Drogen für den Eigenverbrauch erlaubt. Die USA mit den Staaten Colorado und Washington, die Niederlande, die Schweiz und Tschechien haben für eine kontrollierte Legalisierung von Cannabis gestimmt. Auch Deutschland kann sich nicht mehr lange davor drücken, so Professor Stöver. Weil es kann nicht angehen, dass wir 170.000 polizeiliche Fälle haben pro Jahr, in denen es um geringe Mengen geht zum Eigenbedarf. Also es bindet so viel justizielle und Strafverfolgungskräfte, dass wir uns das bald werden nicht mehr leisten können. Und die Rufe lauter werden, kümmert euch doch bitte um die wirkliche Kriminalität, wo andere zu Schaden kommen und nicht bei diesen opferlosen Delikten des Cannabiserwerbs. Legalisierung von Drogen. Die Diskussion läuft, auch in Deutschland. Der Krieg gegen die Drogen aber ist ein globaler. Es ist an der Zeit, neue Strategien gegen diesen Krieg zu finden. Die kontrollierte Legalisierung könnte eine sein. Ja, die Zeit ist reif für eine neue Drogenpolitik. Schreiben Sie uns Ihre Meinung auf Facebook. Wir wollen wissen, wie Sie dazu stehen. Soweit von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen wieder. Bis nachher.